Ja, herzlich willkommen zurück. Eine neue Herr der Ringe Online. Wir stehen wie angekündigt vor dem Alten Wald, beziehungsweise machen uns jetzt auf in den Alten Wald. Ich muss nur gerade den Eingang finden, das sieht gut aus. Wo genau sind wir im Alten Wald? Hier oben, das ist wunderbar. Denn hier ist alles an Viechzeug, was wir sowieso töten müssen. Deswegen fangen wir einfach mal am besten direkt damit an. Vielleicht sogar muss ich die töten. Spinnen im Breland, das ist nicht die Quest, die ich dachte, die ich machen müsste. Aber so ein paar Spinnchen töten kann man immer machen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass hier noch ziemlich viele Spinnen kommen werden. Also, ich bin mir nicht nur ziemlich sicher, ich bin mir sogar sehr sicher, weil ich den Alten Wald ja schon mehrfach machen durfte. Leider. Was ist denn das hier? Waldfledermäuse brauche ich. Okay, die gibt es eh nur hier in der Ecke, das weiß ich noch. Wo sind sie denn, die Fledermäuschen? Fledermäuse? Vor allem, warum habe ich Aggro? Hier ist überhaupt niemand. Hallo? Wer ist denn das? Ist das neu? Also ich weiß, hier sind Bäume, die mich umhauen, aber ich sehe gerade auch keinen davon. Von den fiesen Bäumen. Doch, da ist einer, ne? Ne, auch nicht. Hä, hey, von was habe ich denn Aggro? Da war doch gar nichts. Da ist ein Bär. Muss ich Bären töten? Nö. Da geht's wieder raus aus dem Wald, ne? Da geht's wieder raus aus dem Wald. Da wollen wir gar nicht hin. Was ist denn das hier für ein Debuff? Kommt der her? Warum ist das alles so merkwürdig? Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ist hier doch irgendein Baum, der mich angreift? Ist doch nix. Ich drücke auch hier gerade nebenbei noch Tab. Ich habe mich übrigens jetzt schon wieder verlaufen, falls ihr es nicht gemerkt habt. Weil ich so eine grobe, ganz grobe Ahnung habe, wo ich gerade bin. Die Unheilslichtung. Also hier gibt es auf jeden Fall irgendwie eigentlich Gegner, aber ich finde gerade gar keine. Was, was hat mich denn hier angegriffen? Hier ist nichts. Bin ich verwirrt oder was? Ist da irgendwie ein Bug gerade? Sind hier keine Gegner mehr? Weil ich verliere euer Leben. Zumindest so ein bisschen. Hä? Das ist ein Huf. Ich kann doch nicht aufsitzen. Irgendwas ist gerade falsch. Irgendwas ist gerade ganz falsch. Also irgendwas läuft hier gerade nicht rund. Ach, Fledermäuse. Alter, sind da viele Fledermäuse. Kommen die noch einmal her? Fledermäuse, Hilfe! Ja, das nenne ich mal ein Server-Lag, ey. Alter Verwalter, was ist das denn? Was denn das nun, ey? Wie viele Fledermäuse waren denn das jetzt? Wo kommen die alle her? Und wieso kann ich die nicht sehen? Hä? Also, irgendwas ist hier gerade ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was hier nicht rund läuft, aber irgendwas läuft hier gerade überhaupt nicht rund. Normalerweise ist der Wald voll mit Viechern, was er jetzt auch ist, aber ich kann keine davon sehen. Ah, eine neue Tat. Ja, Feuerlichtung. Da gibt es ganz viel geiles Zeug für. Da gibt es nämlich jede Menge Tarn. Das ist mir aber alles egal, ich will eigentlich Gegner sehen. Hier ist normalerweise alles... Oh, da ist ein Pilz, den man einsammeln kann. Ist normalerweise alles voll mit Gegnern und hier, ich sehe gar keine. Also irgendwas ist doch hier nicht richtig. Irgendwas ist hier doch gerade gar nicht richtig. Dann sammle ich halt so lange Pilze, wenn mir keine Gegner sind. Oh, egal. Jetzt greift mir auch nichts mehr an. Komisch, ich habe auch keine Aggro. Sehr ominös das Ganze, sehr ominös. Irgendwas ist hier gerade falsch. Sind das für Hölzer? Sind das Eiben? Oder ist das Eschen? Eschen? Eschen bringt mir gar nichts. Nur nicht halt Pilze. Was soll's? Na egal. Feuerlichtung ist immer schön. Hier kommt man zurück zum Bockland, ne? Ja. Hier ist quasi der Eingang, wo man normalerweise reinkäme. Das ist auch super, aber das bringt mir gerade echt wenig, weil ich hier eigentlich gar nicht hin muss. Muss ich denn lang? Ah, ich kann hier unten lang laufen.
Vielleicht finde ich noch was Cooles. Also ich weiß ja nicht, was die hier gepatcht haben, ne? Boah, ein Wolf. Einen einzigen Wolf, finde ich. Wirklich. Ah, da hinten ist noch ein Gegner. Gott sei Dank, da ist noch ein Gegner. Guck mal da. Eine Eichenwurzel. Also wenn ich die ja nicht... Ich habe ja nicht mehr was dagegen, dass ich die nicht auf der Karte sehe. Aber generell habe ich was dagegen, wenn die gar nichts ist. Weil das finde ich kacke. Das finde ich ziemlich uncool. Warum drücke ich eigentlich immer auf diesen doofen Schildschlag? Auf diesen Defensivschlag. So, hier sind noch Bären. Muss ich Bären töten? Jo, ich muss Bären töten. Natürlich muss ich Bären töten. Alles andere wäre ja auch vollkommen vermessen. Und einen Pilz sammeln. Also wir machen jetzt irgendwie 17 Quests gleichzeitig. Das ist sowieso klar. Oh, der wird mich sehen, der wird mich sehen, der wird mich sehen, der wird mich nicht sehen. He will not. He will not find me. Mm. Heute very good English. Very good is English. Die Eselattacke. Ja. Krasse Eselattacke. Ach, wir sind sogar hier schon. Am Bärenport. Komm, wir holen mal einen dazu. Den auch nochmal. Doch, der ist viel zu lange hier. Warum müssen Bären töten, Mann? Keine Zeit für so was Langsames hier. Ich muss 12 Stück davon killen. Meint ihr eigentlich, wie viel Zeit ich habe? Jetzt betäubt der mich auch noch, ey. Heilen kann ich mir immer noch. So. Ich hab ja mittlerweile rausgefunden, wie der Heildingens funktioniert. Das heißt rausgefunden, man hat es mir gesagt. Schmackhafter alter Bär. So. Hier soll auch ein Bär sein? Ach, da ist er. Guck mal, hab ich gar nicht gesehen, ey. Sich unsichtbar gemacht. Hä, das ist die gleiche Attacke. Geil. Das ist genau dieselbe Attacke. So, noch mehr Bären. Habe ich das eingesetzt? Weiß auch niemand. Was ist das denn? Okay, der zählt auch als Bär. Der sieht gar nicht so. Rindenfetzer Jährling. Der sieht aber aus, als wäre der irgendwie noch sehr klein. Aber hier sind noch Pilze. Wie viele Pilze muss ich eigentlich noch sammeln? Na komm, zeig es mir an. 6 von 8. Und da ist auch bereits Nummer 7. Wenn wir ja keine Pilze mehr sammeln, ist das schön, wenn man so viele Quests auf einmal machen kann. Das hat schon was. Hat schon was für sich, wenn man... Hallo? Wirklich. Ich kann den Pilz nicht looten, weil... Doch, jetzt geht's. Ich konnte gar nicht nah genug hinlaufen. Na, der hält aber auch nichts aus. 12 von 12. Und den machen wir eben weg. Level 15, was soll denn da passieren? So, da müssen wir mal gucken. Nee, hier Waldbeeren weg. Und wo war das mit den Pilzen? Dorlachs Hof? Nee. Das auch nicht. Und Bre nach Schragen? Gottes Willen. Kandaks Verspätung. Ich habe keine Ahnung, welche Quest das mit den Pilzen war. Wahrscheinlich zählt das zu irgendeiner von den anderen. Södele. Gehen wir den gleichen Weg mal zurück. Weil wir müssen nämlich jetzt da hinten hin und Fledermäuse töten. Und Wölfe töten. Und alles töten, was irgendwie sich bewegt. Und uns freuen, dass hier alles voll mit grünem Nebel ist. Die eine Leiche, da habe ich im vergessen zu looten, aber ist mir jetzt gerade auch egal. Was soll's? Greift er mich an? Ne, der droht nur. Soll nochmal drohen. Wollt ihr mir drohen? Drohnenstrike, yeah. So, hier sind Wölfe. Guck mal hier. Weiße Wölfe. Erzählt doch, oder? Ja.
Das ging schnell. Und Fledermäuse. Ich habe endlich wieder Fledermäuse im Bild. Und sie existieren. Sie leben. Ich bin begeistert. Ich kann sie sehen. Ich sehe wieder Fledermäuse. Das war's. Das vorhin war, das weiß ich aber echt nicht. Das war sehr merkwürdig. Das war echt very merkwürdig. Ganz ehrlich. Das war very, very strange. Ich kann es nicht anders sagen. Das war very, very strange. Noch ein Wolf. Komm, die Wölfe, die machen wir alle. Besiegt die Wölfe im alten Wald. Die Wölfe im alten Wald. Hufgegenstände. Hätte ich die gerne. Brutal, cool. Hügelgräberschätze. Tja, was wollen die dafür haben? Oh, was ist das denn? Da leuchtet was. Oh, hier sind Gegner. Die fallen manchmal nicht so richtig auf. Und die fallen auch manchmal nicht so richtig auf. Wenn man es genau nimmt. Die Wölfe habe ich schon. Warum mache ich eigentlich keine Gambits? Ach, egal. Ich scheiß auf die Gambits. Kein Mensch braucht Gambits. Vor allem nicht so, wie ich sie einsetze. Ein Ältester, so. Oh, hier sind noch Gegner. Komm mal rum. Die kann man leicht übersehen, ey. Die kann man echt leicht übersehen, diese kleinen doofen Wurzeln. Wenn die sie nicht bewegen würden, dann hätte man echt verloren. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ein Holzstapel. Ja. Haben wir auch. Was haben wir noch? Irgendwas da oben. Egal. Müssen wir eh hin? Müssen wir sowieso hin? Immer schön fleißig Tab drücken. Weil hier gibt es ja auch noch diese Elite-Bäume, die einen zwischendurch mal angreifen. Und die gibt es mehr im östlichen Altenwald. Von daher, das ist ganz gut. Die gibt es hier relativ selten. So, Fledermäuse. Hier sind wir auf der Fledermauslichtung. Hier sind sie mich ohne Ende Fledermäuse, wenn ich mich recht erinnere. Da gibt es ganz viele Fledermäuse. Guck mal hier. Fledermäuse. Fledermäuse. Das ist eine geile Attacke. Todgewissheit. Das war nice. Huch, Wolf. Wolf, Wolf. Mein Gott. Ich esse halt der 9. Alles klar. Kriegen wir hin. Gibt's noch was? Noch mehr Fledermäuse. Yay, was auch sonst. Und Nummer 12. Damit haben wir auch die Fledermäuse erledigt. Wunderbar. So, Fledermäuse haben wir. Fledermäuse. Zack. Südseite, abgestürzte irgendwas. Das ist garantiert ganz woanders. Hab ich recht? Ja, das ist da hinten. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich muss da oben lang. Hoffentlich passt der Weg. Einigermaßen. Ich bin gespannt. Da gab es irgendwas, was ich einlösen kann, muss, soll, brauch. Aber sicher bin ich nicht. Hier gibt es auch irgendwas. Hier ist noch ein Wolf. Ein Wölfchen. Wenn man so will. Das war Nummer 10. Auch nochmal ein Wolf. Da oben ist ein Typ mit einer Quest. Warum gibt's den denn? War schon immer ein Typ mit einer Quest? Ich mich da gar nicht dran erinnern kann gerade. An einen Typ mit einer Quest. Fledermäuse? Nee. Wer ist denn das? Ach, der Doderick. Brandybock. Einen Moment. Findet Rollo Maggot. Finden wir bestimmt. Hier ist Honig-Dinger. Genau. So. Die Geschichte eines Holzfällers bringt das Holz zu Thorsten Dachsbau. Haben wir auch. So, langsam, ist da hinten irgendwo? Okay, was ist denn das Grüne? Die Wölfe noch töten. Okay, hier gibt es doch jede Menge Wölfe. Irgendwo gibt es bestimmt noch welche. Der nächste Wolf ist immer um die Ecke. Eigentlich. Sollte man meinen. Hier ist aber voll die Sackgasse. Die ist so richtig voll, die Sackgasse. Zumindest laut Karte. Ich hoffe, die stimmt auch noch. Ich bin mir da immer nicht so sicher.
Manchmal. Nehmen wir doch einfach mal den hier. Dann nehmen wir noch den als 12. Wolf. Und tschüss. So. Waldwölfe auch weg. Rechnung begleichen. Was ist jetzt noch hier im alten Wald? Da ist was. Da unten. Wie komme ich da hin? Hier rum, hier runter. Jetzt seht ihr, warum ich das Gebiet so kacke finde. Weil man sich nämlich ständig verläuft. In diesem Kackding hier. Ständig verläufst du dich. Ständig verläufst du dich selbst. Da war noch eine Fledermaus. Das ist alles voll mit denen. So geschickt durch über die Minimap hier durch navigieren. Und ich muss... Nein, ich muss da lang. Also man muss hier echt alle 5 Meter mal auf die Karte gucken, wo man gerade steckt, weil sonst findest du hier nie wieder raus aus dem Ding. Und du reitest dir einfach einen Wolf und weißt überhaupt nicht, was gerade Sache ist. Oh, der greift mir nicht an, das ist gut. Da kann ich vorbeireiten. Deswegen mache ich das immer gerne, wenn ich schon irgendwie Level 23, 24, 25 bin, weil dann passiert nämlich das nicht mehr. Also bis nämlich alle 5 Meter rennt sie in irgendein Viech rein, was ich gerade umbringen will, weil hier nämlich alles voll ist damit. Schlicht und ergreifend. Ist nämlich alles voll mit Viechern. Oh, ich halte noch Ausschau, ob ich irgendwas sehe, was sonst ganz interessant ist. Es gibt hier nämlich noch so ein paar Sammel-Items. So, aber jetzt gehen wir erstmal zu dem. Ich glaube, ich bin aus der Richtung noch nie bei dem Typen hier angekommen. Hallo. Okay. Kein Hobbit? Ich bin gar kein Hobbit, du. So, Nachforschungen. Ich forsche mal nach. Ich muss zur Weide. Zu alten Windweiden, Bahnbuden, Badenwood. Wer ist denn die Weide nochmal? Das verlassene Häuschen, wer bist du? Fortsetzen. Sprecht mit dem Typen da oben wirklich. Willst du mich verarschen? Jetzt möchte ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oh, das ist doch nicht der Ernst, ey. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay, komm, den Weg reiten wir nochmal eben zurück schnell. Geben die Quest ab. Kann ich hier auch lang? Hier kann ich nämlich nicht lang. Wenn ich nämlich jetzt hier reingeritten wäre, wäre ich nämlich hier hochkommen, hier lang und käme dann nicht weiter. Und müsste alles wieder zurückreiten und hier rum. Und deshalb, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, für alle, die das Spiel noch nie gespielt haben, damals, mittlerweile ist ja eigentlich ziemlich easy, man hat ja diese Karte, aber die gab es früher nicht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst das hier alles machen, habt aber die Karte nicht. Ja, dann aber Pustekuchen, ey, dann ist aber hier, da geht aber gar nichts. Sag ich euch, dann findet ihr nie wieder hier raus. Als ich das Spiel damals angefangen habe zum Release, gab es keine Karte vom alten Wald. Da gab es nur so Fanmade-Karten, die waren der einzige, was einen irgendwie retten konnte. Und es war der absolute Horror. Es war absolut nur Horror. Nichts Schlimmeres als diese Dingen, ohne auf die Karte zu gucken. Weil du findest, hier sieht alles gleich aus. Sieht echt alles gleich aus, du kommst hier einfach nicht wieder raus. Also du kommst schon, aber die Frage ist, wie lange es dauern soll. Und wenn du keine Karte zur Verfügung hast, brauchst du einfach echt ewig, um hier irgendwie wieder durchzukommen. Und wenn du das normalerweise nach dem Level machst, sprich Level 15, dann greift dich hier alles an, was sich bewegt. Hier habe ich jetzt ein paar, die mich gar nicht angreifen, so zum Beispiel der hier, weil der Level 15 ist und weil ich schon Level 21 bin. Aber wenn ich jetzt 5 Level hier drunter, würde mich alles angreifen und alles auch halb töten. Momentan sind die ja ziemlich billig, glücklicherweise. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? So, zu Celandine Brandybock. Wo ist die? Die ist da. Die ist im Bockland. Natürlich ist sie im Bockland. Wo auch sonst? So, jetzt lass mich mal gucken. Da muss ich eh hin, ne? Arthurs Waren, Nachforschung im alten Wald. So, Miss Brandybock. Der Ruf meiner Brüder. Was ist eigentlich hier die Epos für eine? Level 18. Das ist alles nicht mehr im alten Wald. Das ist super geil. Das ist nichts mehr im alten Wald. Ich bin so glücklich gerade. Das ist so schön, wenn man hier nicht mehr hin muss. Ich muss hier natürlich sowieso nochmal hin. Da könnte von ausgehen. Allein schon für die Dingensquest. Aber ich muss nicht mehr in den... Ich kann mir den Teil hier theoretisch klemmen. Ich muss nur noch hier hin und hier unten natürlich. Also hier
Und hier ist die Hütte von Dingens. Ja, aber ich muss ja immer wieder hier rauskommen. Zumal die Folge auch gerade vorbei ist. Und ich komme hier raus, wie komme ich denn da? Wie komme ich jetzt hier raus? Am besten natürlich zum tänzelnden Pony. Und dann per Pferd zur Brandy Box Schloss. Das macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Und dann machen wir das mal, ne? Würde ich sagen. Dann machen wir das mal. Gucken wir noch, ob wir ein paar Auftragsgegenstände irgendwie haben. Wir haben ein paar Quest, ne? Ein paar Quest-Slots frei. Dann können wir noch ein paar annehmen. Das klingt mir nach einem sehr guten Plan. Wenn das hier alles mal laden würde. So, gut. Aber, kann ich auch die Post gleich mal annehmen. Das machen wir alles jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.